Mann, ich will auch so auf der Bühne stehen. Und ich will, dass schöne Frauen hinterher schreien. Mann, geil, Alter. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Nani, der kommt an. Yogi, hättest du mal lieber die Giraffe verpflichtet statt Hummels. Wenn du Schweinefleisch essen würdest, wird das nicht passieren. What the fuck? Jetzt aber. Schön auf den Arsch. Wer schon nicht schießen kann, muss wenigstens einstecken. Sky, ein 6-monatiger Abonnent. Mein Schwanz fickt mein Leben. Muss immer wieder jetzen. Mein Leben ist zerstört. Wenn das dein Beitrag ist zu dieser Diskussion, dann möchte ich dich nie wieder hier sehen. Oh nein, nicht schon wieder Big Mac. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ich hab nichts mit deiner Tochter gemacht. Aber den Satz höre ich nicht zum ersten Mal. Sex. Wenn Tourette auf Tourette trifft. Hallo. Hi. Kommt rein. Runde Nummer 3. Das hat sich gereimt, du kleiner Goethe. Ja, vielen Dank, dass wir vorbeikommen können. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Danke, dass du uns geschrieben hast. Ich habe euch nicht geschrieben. Du kannst auch nicht schreiben. Ich bin eine Frau, ich kann nur kochen. Kommt gerne rein. Ja, sehr gerne. Ich bin schon mal ein bisschen ins Wohnzimmer reingegangen. Ja, genau. Das ist mein Schlafzimmer. Arne, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Junge, Felix auch der Beste. Sein letztes Auto hat er sich aus Umweltgründen Elektroauto geholt. Und jetzt mein neues Auto, Fragezeichen, 800 PS, bravo. Können wir das vielleicht diskutieren, wenn ich nicht am Stream bin? Ja, dann ist es auch nicht sonst lächerlich hier. Okay. Können wir diskutieren, wenn der Stream vorbei ist? La, da, da, da. Scheiß dann. Hey, Kevin, an Kevins Freundin, wenn sie mal eine starke Schulter braucht zum Ausheulen. Ich bin's nicht. Guck mal, ich bin gerade aus Versehen auf YouTube gekommen. Da kam ganz kurz dieses Land. Wirklich, ich bin aus Versehen drauf gekommen. Der Bruder schläft heute auf der Couch. Hier ist das mit meiner Ex-Freundin. Und ich gucke, guck mal, ich gucke gerade ins Publikum. Denk. Kannst dich gleich dazu legen, Jens. Am Anfang. Alles Loser, die eine Beziehung haben. Single-Lifestyle, das ist cool. Ist jeden Tag auch mal zweimal, ne? Hier und da, zick und zack. Aber irgendwann, ich will mal, wie soll ich das ausdrücken? Ist man auch mal. Hat man die Gulaschsuppe durchgekostet, ne? Das ist jetzt ein blödes Beispiel, ja? Warte mal. Du denkst ja daran, dass du jetzt performen musst, um Punkte mitzunehmen. Hallo? Was war das denn? Ist hier jemand in den Freispielen? Marcel? Sind wir. Wir schalten live auf Malta. Malta, eine Casino-Hochburg. Jetzt aber wirklich nach Malta. So, weil sie mir in letzter Zeit wieder ziemlich häufig erreicht hat. Viele schreiben immer Nachrichten, ey Monte, Digga, du hast so ein geiles Leben. Hätte ich auch gern. Ich sag's euch ganz ehrlich. Es passiert so viel im Hintergrund, was ihr gar nicht mitbekommt. So viel Kopfschmerzerei. Genau. Vaterstaat, Steuern neuern, dies, das. Genau. Macht eine normale Ausbildung. Macht erstmal eure Schule. Bildet euch weiter. Geht studieren. Macht was Bodenständiges. Und versucht nicht sowas zu erreichen, was ich hab. Am Ende des Tages. More money, more problems. Real talk, da ist was dran. Genau. In diesem Sinne, das wollte ich nur mit auf den Weg geben. Genau. Ich würde mich jetzt auch für Sascha Huber entscheiden. Ich mag sein Lächeln. Wirklich? Und seine Brüste. Ich denke, dass nicht nur seine Schultern breit sind, oder? Sascha Huber sieht aus wie Rezo auf Testosteron. Jetzt hab ich's raus. Sascha Huber ist einfach Rezo auf Testo. Ui, Rezo geht's Gym. I will be stronger. Man würde jetzt so machen können und es wäre weg. Würdest du das wollen, dass es weg ist, oder sagst du eigentlich... Bist du verrückt, dann bin ich arbeitslos. Der neue Warzone-Trailer ist lit. Battle Royale, ich gegen euch vier. Battle Royale. Welcome to the Gulag.
Das Tor ist stabiler als Kevin Wolters Oberarm. Willst du immer zucken, Alter? Willst du immer zucken? Memo und Natalie über Monte. Wenn wir auch immer Skippo spielen, hat der immer sein Fernglas in der Hand. Oh, Maschallah. Ja, weil da Enten sind. Ah, oh, guck mal da. Oder Eichhörnchen. Oh, guck mal da rechts, Memo. Der Bro ist ja sowas von einem Rentner. Dann sagt er auch immer zu uns, weil guck mal, wir sagen, nee, wir können doch so. Die Ordnance Hand, Alter. Es gibt kein Brasilien bei EM. Warum? Nächstes TikTok. Ob ich auch bei der Party, ob man mich, ob man mich vielleicht noch einladen könnte, wäre eventuell die Frage. Digga, wenn du wirklich das Insta jetzt herausgefunden hast, das ist dieselbe Name auch. Ah, das TikTok war sogar von ihr. Willst du nicht mal wissen, wie alt die ist? Wie alt ist sie? Ha, guck, im Bild in der Küche steht das Alter. Digga, welches Bild in der Küche? Das hier? Sweet 60. Ah, und rein in den Knast. Aber, Ich hab die auch gefragt, 57 Wochen, wie lang sind 57 Wochen? 14 Monate. One is the loneliest number that you'll ever do. Is a hero in Germany, he saved 15 kids out of a burning house. Freunde, löscht eure Kommentare. Den schmeißen wir auch direkt weg, den schmeiß ich. Wieso macht mein Chat sowas nicht mit mir? Doch. Digga, wenn der doch kackt, dann ist, oh mein Gott, wenn man so einen Sticker runterschluckt und dann kackt, ist dann das Bild von dem Fußballer, klebt das auf der Kacke? Denkt mal drüber nach. Say leave a like on the video. In German, it's, ich hab einen kleinen Schwanz. How? Ich hab einen kleinen Schwanz. Ich hab einen kleinen Schwanz. Doch eines Tages fand er raus, was das bedeutete. Oh, oh. Der schönste Familienausflug. Geh mal drunter durch. Ich geh durch. Bruder, der kann einfach da rein. Oha. Sehe ich direkt viel cooler aus. Dass man mich da drin sieht, ne? In der Sonnenbrille? Oha. Stimmt. Oh oh, wir haben sie. Hm? Wer ist das? Wer ist das? ADHS Janina. Ich will unbedingt eine rauchen, Mann. Ich glaube, ich zum Ernst. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, so fängt's an. Ja, Bruder. Bitte, bitte, Schatz. Nur eine einzige rauchen. Nee. So bin ich davon rumgelaufen. Hallo, mein Freund. Hä? Ist Monte aus dem Fallschirm gesprungen? Ey, Greenpeace, bester Auftritt gerade. Kommt hier gerade irgend so ein Greenpeace-Typ runter mit so einem Fallschirm? Meine Leute! Ich schwöre, ich habe jetzt übelst Bock, die Welt zu retten. Ich fahre nie wieder Auto. Ihr habt mir einfach die Augen geöffnet mit dieser Aktion. Dankeschön. Und ein Zuschauer hat ja auch noch verletzt. Ey, wirklich. Ich helfe dir, mein Freund. Extrem gutes Video. Leute, ich würde